Fans, ich glaube, wir haben heute eine Partie gesehen, die das Prädikat Spitzenspiel absolut verdient hat. Bitte Applaus für unsere Mannschaft, Franz Sophia, den Tabellenführer Freiburg. Begrüßen Sie mit uns den Gästetrainer Leo Sulak. Und unseren Trainer Sergei Wassmüller. Leos, Ihnen gebührt die erste Frage. Wie haben Sie dieses Spitzenspiel heute gesehen? Ja, guten Abend. So, manchmal kann Eishockey grausam sein, weil das erste Drittel, wenn ich mir das anschaue, da müssen wir 3-4-0 vorne sein und gehen in die Kabine mit 1-0 hinten. Ab dem zweiten Drittel haben wir da auch sehr schöne rausgespielte Tore geschossen und zum Schluss halt, da ärgere ich mich ein bisschen, dass wir dann so offen sind und erlauben solche Chancen, da ich weiß nicht, wie viele Sekunden vor Schluss waren das da, kurz vor Schluss. Das muss nicht sein, aber wir schauen oder schielen schon langsam auch auf die Playoffs. Dass wir auch dahin trainieren und da fängt wieder die Saison von Null an und da bin ich schon selber gespannt. Danke. Josch, ganz kurz noch vielleicht die Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie schielen schon auf die Playoffs. Ist so vielleicht auch die Niederlage gegen Klostersee zu erklären? Nein, nein. Klostersee hat in meinen Augen eine Top-Mannschaft. Ich verstehe überhaupt nicht. Das habe ich schon nach dem ersten, nach dem zweiten Spiel gegen die, dass die da oder dass die um den achten Platz kämpfen und nicht oben um die ersten vier Plätze, weil die haben super gespielt. Die zwei Finnen, der eine, den kriegt man nicht von der Scheibe weg. Stark. Für mich ist das eine sehr gute Mannschaft und am Freitag haben wir überhaupt nichts reingebracht. Heute war es besser, aber am Freitag haben wir nur 2 gekriegt, heute 5, das ist zu viel. Danke. Sergei, wir haben zuvor 2 Spiele ganz knapp gegen Spitzenteams verloren, gegen Selb und gegen Regensburg. Heute Sieg gegen Freiburg, gegen den Tabellenführer. Wie wichtig war das jetzt für Selbstvertrauen? Ja, hallo, guten Abend. Also wenn so zurückblicken auf die 2 Spiele, kann genauso anders umgehen. Also muss man das so sehen, genauso wir gewinnen können diese beide Partien. Und besonders in Regensburg 4 Sekunden hat von 3 Punkten entfernt, war wir, aber haben es nicht geschafft. Und Eishockey gegen so eine Spitzenmannschaft entscheidet sich Kleinigkeit. Und heute, wir haben wieder gesehen, dass gute Niveau zwischen in der Oberliga zwischen 2 wirklich guten Mannschaften und Freiburg und Bayreuth, das ist eine Werbung. Also 4 Spiele hintereinander, was haben wir gespielt haben, das war ein wirklich gutes Niveau Eishockey. Das muss man erst einmal sehen. Wichtig war für uns heute, dass wir wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Das haben wir auch getan. Mit riesen Wille, was immer geleistet in der letzten Drittel bzw. in der Overtime. Und das hat wahnsinnig der Kraft gekostet, aber wir haben das geschafft und das ist ganz, ganz wichtig war. Das Einzige, was der Sorge mir macht, ist, dass unsere Powerplay funktioniert zurzeit nicht so, was ich mir wünsche. Aber daran werden wir weiterarbeiten und versuchen, das aus unserer besten Herausforderung. Einsatz, Wille, Laufbereitschaft, Herz, Kampf, alle dabei, letzte Zeit, letzte Spiel. Aber heute war endlich mal belohnt. Und ich denke, für die uns, für die Fans, das war ein tolles Spiel. Und das hat Spaß gemacht mit der Dramatik pur. Mit der kuriosen Tor in der letzten Drittel. Da war heute alles dabei, alles drin. Dankeschön. Danke, wenn ich da nochmal nachfassen darf. Powerplay hast du angesprochen, habe ich heute auch so gesehen und war doch ja, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Woran liegt es? Du hast schon angesprochen. Ja, liegt an die Konzentration, beziehungsweise weil eine gute Pässe genau auf die Schläge, genau die Timing, wo wann passen sollten, die Stellung, die Laufbereitschaft, in Timing wieder sauber ins dritte reinzukommen, Position aufzunehmen und natürlich Torabschluss zu suchen und das ist auch finden. Das haben wir heute nicht gemacht, weil 5 gegen 3, wenn wir in die Schlittschuhpässe machen,
Das ist natürlich ist das kein guter Baublick. Daran müssen wir arbeiten und das ist mir bzw. auf Aufgabe der Jungs auch. Gibt es Fragen aus dem Publikum und von der Presse? Also ich hätte eine Frage an unseren Trainer. Mir fällt immer wieder auf diese Moral, dieser Team-Spirit bei uns im Team. Nehmen wir nur das Beispiel Freitag. 4 Sekunden vor Schluss, den Rückschlag, 3 Punkte fast schon auf der Habenseite, dann in der Overtime verloren. Heute diese kuriosen Treffer und die Mannschaft lässt nie nach. Jeder kämpft für einen anderen. Das ist für mich der Schlüssel dieser erfolgreichen Serie, die wir jetzt heute und auch letztes Jahr gespielt haben. Siehst du das auch so? Ja, also ich sehe das auch so und ich denke, die Fehler passieren in jedem Spiel, in jeder Mannschaft. Also in Regensburg, wir haben mehr noch viel investiert und wenn du schaust, bei Wochenende ist es immer noch wieder Hochergebnis 6-5, 5-4, was war heute, 4-3? 5-4. 5-4, ja. Also das ist so, für uns Trainer, es gibt so nachzudenken, immer nach solche Tore und Ergebnisse. Es gibt was zu arbeiten, aber ich glaube, die Jungs haben ja auch keinen Spaß, dann nächster Tag erst einmal eine Studie Videoanalyse sehen und haben und das und hier analysieren und dann nochmal auf Eis zu gehen. Also wenn die spielen gut, dann lasse ich die und die haben seine Ruhe und dann geben die Gas. Wir haben die heute Gas gegeben, das hat geklappt. Gott sei Dank, danke. Die hohen Ergebnisse zeigen aber auch, wie spielerisch stark die ersten 4 Mannschaften sind. Und so. Das kann man auch umgedreht sehen. Ja, also für uns, für Trainer, ist es am besten, wenn du gewinnst 1-0, 2-0 oder 2-1, 3-1. Also das ist ein Ergebnis, wo wirklich gute Defensivarbeit zeigt, was es wirklich entscheidend ist. Wir wissen, dieser Spruch kostet wahrscheinlich 5 Euro, aber sage ich immer wieder, dass Meisterschaft, Defensive gewinnt die Meisterschaft, der Offensive gewinnt vielleicht ein Spiel. Und das ist der Punkt. Und da muss man arbeiten, richtig defensiv sauber zu spielen. Können wir vielleicht mal einrichten, so eine Phrasenkasse mit 5 Euro. Wäre voll am Ende der Saison, glaube ich. Letzte Chance für Fragen. Leos, ich habe noch eine an Sie. Ihre Mannschaft ist souveräner Tabellenführer, das muss man einfach sagen. Was ist der Grund für den Erfolg? Wo sehen Sie die Erfolgsfaktoren? Ja, wir arbeiten von Anfang an richtig und gut, souveräner Tabellenführer sind wir, glaube ich, auch nicht. Sind noch viele Punkte. Ja, es kann, wie viele, da sind noch 12 Punkte zu vergeben, oder? Dann müssen wir noch glaube ich, 2 Spiele gewinnen, dass wir das schaffen, dass wir da Erster sind. Und ich sage das von Anfang an, da kann jeder jeden schlagen, an einem schlechteren Tag kann man in so einen Haufen verlieren. Ich glaube, das weiß man hier in Bayreuth. Deshalb muss man konzentriert arbeiten und zum Erfolg gehört alles, dass alles zusammenpasst. Und wir haben am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, überhaupt zusammenzufinden. Aber jetzt ist die Mannschaft, die spielt ganz ordentlich und hoffen wir, dass wir das auch in die Playoffs reinbringen können. John, ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass ich mein Versprechen eingehalten habe. Beim letzten Mal habe ich Ihnen versprochen, ich werde Sie nicht auf die Meisterschaft ansprechen. Das habe ich hiermit gehalten, dieses Versprechen. Und beim nächsten Mal sind alle Fragen wieder offen. Das wollte ich nur ankündigen. Also diesmal okay. Versprechen. Danke. Danke an meine Gäste und danke fürs Zuhören.